أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Meine liebe Geschwister im Islam, ich befinde mich jetzt in einem Friedhof in Köln und das ist eine Ermahnung für uns. Normalerweise beschäftigen sich die Menschen in diesem Tag, wo es richtig angenehm ist und die Sonne scheint. Viele gehen grillen, viele machen Partys und. Und ich habe mich entschieden, hierher zu kommen und zu euch zu reden, in diesem gesegneten Tag von Ramadan. Und diese Nacht könnte eigentlich die Nacht der Vorbestimmung sein, Laylat al-Qadr sein. In diese Nacht hat Allah uns Muslimen beschert mit der Macht auf dieser Erde. Allah hat Machtwechsel gemacht in dieser Nacht, nachdem die Juden versagt haben und nachdem die Christen versagt haben, die Scharia Allahs durchzuführen, hat Allah uns Muslime auserwählt für diese heilige Aufgabe, dass wir Allahs Scharia, Allahs Gesetze auf dieser Erde praktizieren. Möge Allah uns die Kraft geben, damit wir Allahs Wort das Höchste machen. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist der Tod. Und warum ich hier bin, ich könnte jede Sekunde einer von den Verstorbenen sein, die hier unter der Erde liegen. Und das kannst du, mein lieber Bruder, sein. Und das kannst du, meine liebe Schwester, sein. Ich sitze hier als Ermahnung. Hinter mir sind Gräber und vor mir sind auch Gräber. Das sind Menschen. Menschen, die gestorben sind. Und die meisten sind Kuffar. Das sind Menschen, die nachlässig waren, die absolut keinen Sinn in ihrem Leben gehabt haben. Und jetzt haben sie die Wahrheit erfahren. Jetzt haben sie die Wahrheit erfahren. Und wir wissen, dass diese Menschen, wenn sie ohne Islam gestorben sind, dass sie jetzt in ihren Gräbern bestraft werden. Allah sagt im Koran, jede Seele wird den Tod kosten und euch wird euer Lohn am Tage der Auferstehung vollständig gegeben. Und wer da vom Feuer, also wer von der Hölle, ferngehalten wird und ins Paradies geführt wird, der soll glücklich sein. Und das irdische Leben ist nichts anderes als ein trügerischer Missbrauch. Das irdische Leben kann jede Sekunde enden. Und dann ist deine Bleibe das Grab. Bestrafung, bis der jüngste Tag kommt, oder Belohnung, bis der jüngste Tag kommt. Mein lieber Bruder, deine Frau, die du über alles liebst in deinem Leben, die wird nicht mal bereit sein, mit dir ins Grab zu gehen. Die ist nicht bereit, mit dir 5 Minuten im Grab zu bleiben, wenn du tot bist. Deshalb, meine liebe Geschwister im Islam, jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Und Allah sagt im Koran, am jüngsten Tag gibt es keine Verwandtschaft mehr. Meine liebe Geschwister im Islam, unser höchstes Ziel sollte in unserem Leben sein, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und das Grab können wir jede Sekunde begegnen. Den Tod können wir jede Sekunde begegnen. Und die Frage ist, was nehmen wir zu Allah mit? Das ist das, wozu der Muslim lebt. Alhamdulillah, Allah hat uns mit dem Koran beschert. Allah hat uns mit dem Koran beschert. Da drin steht alles, wie wir Allah dienen, wie wir leben, was wir im Grab erleben werden und was wir am jüngsten Tag erleben werden. Und das ist eine Gnade und das ist eine Barmherzigkeit und das ist eine Heilung. Der Koran ist eine Heilung für die Verlorenheit, die man in der Brust hat, die man im Herzen hat. Der Koran ist eine Heilung
damit du mindestens weißt, was auf dich zukommen wird, wenn du ins Grab gehst. Meine liebe Geschwister im Islam, das ist eine Ermahnung. Wallahi, das ist eine Ermahnung. Ich sitze unter toten Menschen. Ich sitze in einem Friedhof. Und das ist eine Ermahnung für mich an der ersten Stelle und für jeden von euch, meine liebe Geschwister im Islam. Heute sind diese Menschen dran. Die haben schon ihr Schicksal schon erlebt und die wissen, ob sie in die Hölle oder ins Paradies kommen. Sie haben die Hölle gesehen und sie haben das Paradies gesehen. Die Frage ist, was nehmen wir mit? Wollen wir ins Paradies oder wollen wir in die Hölle? Walayadu billah. Und Allah hat uns die Möglichkeit gegeben, für beides zu arbeiten. Derjenige, der ins Paradies gehen will, der braucht nur den Koran zu lesen, den Islam zu praktizieren und Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und derjenige, der nachlässig ist und kein Ziel in seinem Leben hat, der soll weiterleben. Der soll weiterleben und der wird, wallahi, starre Augen am jüngsten Tag haben. Und wallahi, der wird starre Augen haben, wenn der Todesengel zu ihm kommt und ihn schlägt. Und ich gebe euch nur ein kleines Beispiel für die Bestrafung im Grab. Wenn jemand von uns jetzt ein Würmer mit Nadelstichen sticht, für uns Menschen, wir wissen gar nicht, wir hören nicht, dass diese Würmer leidet. Aber dieses Tier leidet. Aber wir hören es nicht. Und wenn der Todesengel kommt, dann darfst du nicht mehr reden. Dann hört deine Stimme auf. Und dann wirst du alles erleben, was körperlich wehtut und was seelisch wehtut. Und keiner wird hören und keiner wird merken, dass du darunter leidest. Das heißt, du wirst bestraft werden. Seelische Bestrafung und körperliche Bestrafung. Und keiner von uns hört das. Und sein Schrei hören die Engel und die Geister und die Tiere, sogar die Fische im Meer, hören seinen Schrei. Und das ist ein gewaltiger Moment. Das ist ein gewaltiger Moment. Und da gibt es keine Rückkehr mehr. Es gibt keine Rückkehr mehr. Allah sagt im Koran, sie werden sagen, O Allah, lass uns eine Sekunde zurückkehren, damit wir was Gutes tun. O Allah, lass uns eine Sekunde zurückkehren, damit wir beten können, damit wir fasten können. Und meine liebe Geschwister im Islam, wir befinden uns in diesem gesegneten Monat Ramadan. Deshalb, meine liebe Geschwister im Islam, kehrt zu Allah reumütig zurück. Wallahi, dieses Leben kann jede Sekunde enden. Und entweder wirst du bestraft werden im Grab oder du wirst belohnt werden im Grab. Entweder wirst du am jüngsten Tag mit Pharao und mit den Verbrechern, die Allah geleugnet haben und kein Maß in ihrem Leben kannten und Götzendiener waren, sich erniedrigt haben, Menschen angebetet haben, Geld angebetet haben, Regierungspräsidenten angebetet haben oder Politiker angebetet haben. Du wirst mit denen am jüngsten Tag stehen und das ist eine Schande für dich als Muslim. Es ist eine Schande für dich als Muslim, mit Pharaon, der größte Tyrann, zu stehen, nackt dazustehen. Wir wollen mit dem Propheten Muhammad a.s. und mit allen Propheten verkleidet werden am jüngsten Tag und stehen werden am jüngsten Tag unter Allahs Schatten. Und das ist unser Ziel, meine liebe Geschwister im Islam. Dieses Leben kann jede Sekunde enden. Die Gräber sind unsere wichtigen Häuser, die wir ausschmücken müssen. Und nicht diese verdammten Häuser, die wir verlassen werden auf dieser Erde.